noch nicht geschwitzt. Das hat sie mir nicht. Eben. So. Wir halten ein bisschen Distanz. Der eine Sessel ist durchgeschwitzt. Also, ich darf. Ups. Eins, zwei. Gut, wir machen es in deutscher Sprache. I heard it's no problem that we talk in German language. You're not so interested in the reactions of Rapid Vienna. Danke für euer Interesse. Wir haben wieder mal ein internationales Testspiel gehabt. Einmal mehr gegen Celtic ein Remis, in dem Fall ein spätes Remis. Ferl, darf ich bitten um eine kleine Zusammenfassung, Analyse, natürlich auch im Hinblick, es geht am Freitag dann schon mit dem ersten Pflichtspiel los. Das war so eine, wenn man es so nennen darf, vielleicht eine kleine Generalprobe oder zumindest ein sehr wichtiger Test. Ja, guten Abend. Viel Positives gesehen heute, viel Engagement, Mentalität. Beide Seiten wollten das Spiel unbedingt gewinnen, haben auch viel investiert im Offensivspiel von hinten nach vorne. Auch beide Seiten, denke ich, haben sehr intensiv agiert, auch über weite Strecken mit ganz hohem Pressing. Und dann ist einfach ein, denke ich, richtig cooles Spiel für einen neutralen Zuschauer herausgekommen. Ich bin eigentlich über weite Strecken sehr zufrieden, vor allem mit dem Ball, was mich ärgert und wo wir sicher noch arbeiten müssen, dass wir einfach viel zu leicht zweite, dritte Tor, Gegentore bekommen, wo wir einfach drei Tore erzielen und es dann trotzdem nicht reicht, dass wir gewinnen. Bevor die Fragen des Podiums kommen, 7 Neuverpflichtungen in der heutigen Startelf, hat das irgendeinen Hintergrund gehabt oder war das ein bisschen unter Anführungszeichen Zufall? War kein Zufall. Habe da schon den Hintergedanken gehabt, dass einfach die Spieler das Flair und unsere Fans kennenlernen und auch umgekehrt, dass die Fans auch unsere Neuverpflichtungen sehen und kennenlernen. Und das war der Hintergedanke. Also wir sind da ganz weit weg von einer ersten Garnitur oder irgendwas, sondern einfach ihnen diese Chance zu geben in keinem Pflichtspiel. Und deswegen haben wir dann so aufgestellt und agiert. Vielen Dank. Dann darf ich um Ihre Fragen bitten. Gibt wie immer ein Mikrofon. Und nachdem der traditionellen Erstfragensteller Herr Hackl noch im Urlaub weilt, muss jemand anderer seine Rolle übernehmen. Und das macht Alex Hofstetter für die Krone erstmals, glaube ich, bei uns hier im Medienzentrum Premiere. Oder? Habe ich recht? Keine Aufschlüsse für die erste Elf. Trifft das auch auf den Tormann zu, weil der hat ja als Einzige da durchgespielt? Ja, er war ein bisschen angeschlagen letztes Wochenende. Da haben wir ihn dann nicht spielen lassen und jetzt aber er einfach einmal an der Reihe, weil der Pauli eh schon 2 Spiele hatte. Bitte einfach eine Reihe nach vorne zum Philipp Scheichl. Für die Tageszeitung Österreich und OE24.at und TV. Das heißt, nur ganz kurz nachgehakt, Nummer 1 gibt es noch keine. Wirst du dich vor Saisonstart auf eine Nummer 1 festlegen oder kann es auch sein, dass er abwechselt zu Beginn der Saison? Na, also wir werden dann schon die ersten Spiele mit, glaube ich, denke ich, mit dem Jürgen dann absprechen, dass wir mit einem Tormann agieren werden einmal. Aber wir hoffen natürlich, dass wir sehr, sehr viele Spiele haben und dann hat uns auch die Vergangenheit gezeigt, dass es gut ist, wenn man 2 gleichwertige hat. Danke, dann darf ich einen Seitenwechsel bitten. Caroline Sandner-Krause für den Kurier. Hallo, ich wollte noch nachfragen, du hast gesagt, du hast dich geärgert über diese Gegentore. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen besser ausführen. Was genau hat dich geärgert? Ist das ein Abstimmungsproblem gewesen oder was war es? Nein, so ärgerlich war. Es war kein Abstimmungsproblem, das haben wir einfach verschlafen. Ja, beziehungsweise haben wir vielleicht die Situation beim dritten Gegentor falsch eingeschätzt, zu sicher vielleicht gefühlt. Auch beim zweiten haben wir uns vielleicht zu sicher gefühlt und es ist dann viel zu einfach, wenn ein langer, hoher Ball kommt und ein Querpass, dass man ein Gegentor bekommt. Also das ist nicht unser Anspruch und das darf uns in Zukunft nicht mehr passieren. Danke sehr. Weitere Fragen an den Trainer? Alex, war das ein Zeichen oder kein Zeichen?
das war so ein bisschen mittel. Aber dann auf alle Fälle danke fürs Interesse. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob es jetzt durchgesagt wurde, 9.400 Zuschauer war schlussendlich die offizielle Zuschauerzahl. Ist, denke ich, für so ein internationales Testspiel in den Ferien auch eine tolle Zeit. Die Stimmung, glaube ich, hat uns alle sehr gut gefallen, oder? Ja, also ich glaube, ein gelungenes grün-weißes Fußball-Event. Wunderbar. Morgen kommt das nächste, ab 13.30 Uhr, Tag der offenen Tür, Vulgo-Saisonstartfest mit der Vorstellung der neuen Auswärtstrikots, Auswärtsdressen, die auch sehr schön sind, und damit wünschen wir oder wir alle euch einen schönen guten Abend und wie gesagt, danke fürs Interesse. Bis bald. Schönen Abend, danke.